Levent, erstes Spiel, erstes Tor. Was ist das für ein Gefühl für dich? Ja, war auf jeden Fall ein super Einstand für mich. Bin auch froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und ja, habe mich gefreut. Was hast du aus der Mannschaft oder wie siehst du die Mannschaft vom Niveau her? Von deinem ersten Eindruck jetzt? Du hast 60 das erste Mal hautnah miterlebt. Ja, schon sehr gut auf jeden Fall. Also man sieht, dass der Trainer eine Spielweise hat und ich habe die auch eigentlich beim ersten Training schon verstanden. Klar, fehlt noch ein bisschen, aber ich denke mal, da kann ich mich schnell reinfuchsen, aber die Mannschaft ist auf jeden Fall gut. Wo tut er das gleich beim Einstand ein Tor gemacht? Ja klar, das freut mich natürlich und gibt mir bestimmt Selbstvertrauen, aber das brauchen wir auch nicht überbewerten. Das war jetzt ein Testspiel und ja, ich muss jetzt die nächsten Spiele weiter Gas geben. Gab's die Position jetzt da? Wann hast du das zum letzten Mal gespielt? Ja, schon ein bisschen länger her, aber der Trainer hat mir das von Anfang an gesagt, dass er mich für die Außen einplant und ich nehme das an und ja, bisher hat es gut geklappt und versuche mich da weiterzuentwickeln. Bei den Standards, an welcher Stelle stehst du da? Das weiß ich nicht, ich bin nur reingekommen und ja, der Trainer meint zu mir, jetzt schieße ich die Standards und ja, dann habe ich mir den Ball genommen. Gibt es auch SMS aus Bremen? Ja, viele, meine alte Kollegen und Freunde, Familie haben mir alle geschrieben und mir gratuliert. Und heute wirst du Vera anschauen wahrscheinlich, oder? Ja, wenn ich es gucken kann, werde ich es mir auf jeden Fall anschauen, sonst irgendwie den Live-Ticker verfolgen, mal schauen, aber auf jeden Fall. Also dein Herz ist schon noch, oder ein Stück des Herzens ist auf jeden Fall noch. Natürlich, klar. Morgen geht es weiter gegen Kiew. Was erhoffst du dir vom nächsten Test? Ja, ich glaube, Kiew ist eine sehr gute Mannschaft und das ist ein richtiger Härtetest. Und da wird man sehen, wie weit die Mannschaft ist, wo sie steht. Nee, ich weiß nicht. Hey!